Der Korb erinnert ans Rotkäppchen. Und dann kommt auch noch ein Wolf heraus. Ein märchenhaftes Spielzeug? Oder doch eher ein Schatz für die Vitrine? Grüß Gott. Hallo, guten Tag. Sie haben aber spannende Haustiere. Was haben Sie uns hier mitgebracht? Erzählen Sie mal. Wir haben einen Münchner Wolf haben wir dabei. Ja. Genau, den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, vor 10 Jahren ungefähr. Also es war so eine Art Antiquitätengeschäft auf dem Flohmarkt. Also der hat ja dann stehenden Stand. Und ich bin da ganz oft schon vorbeigelaufen, mindestens an 3 Wochenenden. Und irgendwann habe ich da mal zugegriffen, der stand ganz hinten in der Ecke. Also die Dame, die das verkauft hat, die hat noch erzählt, dass sie ursprünglich einen Stand in der Fraunhofer Straße hatten in München. Antiquitätenladen. Und das waren quasi die Sachen, die da noch übernommen worden sind. Ah. Und ja. Das erklärt die Erhaltung. Mhm. Ja, und München passt auch perfekt. Es ist aus Eschenholz gefertigt. Man sieht ja, es ist ganz stark auf Silhouette hin angelegt, aber auch gleichzeitig schön geschnitzt mit einzelnen Farbakzenten, die gesetzt worden sind, zum Beispiel die Augen. Das sind im Grunde ganz einfache Pinnen. Und da ist mit ein bisschen Farbe dann plötzlich ein Glanz, etwas Wölfisches hineingekommen. Also sehr kunstfertig angelegt. Und das Tolle ist die Beweglichkeit. Ich war jetzt ganz vorsichtig, um nicht irgendwelche Spannungsrisse auszulösen. Aber es ist eine Technik mit Messingröhrchen und da drin sitzen Spiralfedern. Die sorgen für Spannung, aber auch dafür, Holz arbeitet, dass gegebenenfalls dieses Arbeiten nicht dazu führt, dass Beschädigungen auftreten. Das Tolle auch mit den Dübeln, die hier eingesetzt worden sind. Man kann viel mehr machen als bei den meisten Holztieren, die doch eigentlich nur eine statische Figur darstellen. Ja, vom Alter ist es ja so ein ganz typisches Produkt eigentlich der 20er Jahre. Wenn man sich so ein bisschen mit Spielzeug beschäftigt, erkennt man, dass das irgendwie künstlerisch ist. Das bevorzugte Material war das Holz und die Entwerfer dieser Spielzeuge waren ausgebildete Künstler, meistens Bildhauer oder Maler, die eben in Wien, Karlsruhe studiert hatten und das war den Spielzeugen auch anzumerken. Das Schöne ist, es ist nicht alles bis ins letzte Detail ausgefertigt, sondern es ist angedeutet und lässt den Kindern eben sehr viel Raum, die eigene Fantasie spielen zu lassen. Und ich finde es ganz wunderbar, wie weit und bedrohlich der das Maul aufsperren kann und fragen kann, ob das Rotkäppchen nun wirklich auf dem Weg zur Großmutter ist oder so. Also man kann da ganz viel mitmachen. Vorbilder gab es in den Flachfiguren, die auch im Sonneberger Raum produziert worden sind. Und mir fällt da spontan auch von Riemer Schmidt der Sonntagsreiter ein, der auch so gestaltet, also in dieser Flachfigurenform gestaltet war. Und von Riemer Schmidt ist es aber mit Sicherheit nicht. Nein, da gibt es einen Sonntagsreiter zum Beispiel, der dann runterstürzt. Der ist aber früher und wir sind hier bei den 20er Jahren. Und das Schöne ist, es gibt noch das Originaletikett. Mhm. Und stark ja auch angedeutet in der Silhouette, darunter steht Zoo. Und es sind die Zoowerkstätten aus München, die 1922 gegründet worden sind und ein ganz breites Programm an Tierfiguren im Laufe der Zeit entwickelt haben, bis Anfang der 30er Jahre. Also ganze Zooanlagen konnte man sich zusammenstellen. Es gab alle Klimazonen dann in der Szenerie aufzubauen und die hatten einen großen Erfolg. Breite Beteiligung, 60 Mitarbeiter in der Spitzenzeit, 3 Betriebe, also Fertigungsstätten in München unter Haching waren dort aktiv. Das Witzige ist, es hat eigentlich kein Künstler entworfen, sondern die Zoowerkstätten haben das Patent, die Entwurfsidee gekauft von einem Chemiker. Das war ein junger Student, Oswald Pontius, der in München studiert hat in der Zeit. Seine Eltern kamen aus Russland und der hat diese Idee gehabt während des Studiums und während des Ersten Weltkrieges, hat das aber nie vermarktet. Und hat dann im Kunstgewerbebereich Schwabing 2 interessante Künstler gefunden, eine Anton Fiegelmann. Und die haben gesagt, daraus machen wir was. Mhm. Und du bekommst Geld und wir spielen diese Idee weiter. Und dieser Oswald Pontius, Eva Stille hat dazu recherchiert. Es war immer nur so ein vager Name. Der hat dann später chemisch Karriere gemacht, hat viele Patente entwickelt. Also ein Naturwissenschaftler durch und durch. Den, vielleicht war er häufig in München im Zoo, der ja auch traumhaft ist,
dann sich inspirieren hat lassen zu solchen ganz außergewöhnlichen Tierentwürfen. Und Anfang der 30er Jahre verliert sich dann die Spur dieser Zoowerkstätten. Die wirtschaftlichen Umstände sind nicht schwierig, obwohl erstaunlicherweise, ich habe eine alte Preisliste vor Augen, die gar nicht besonders teuer waren. Mhm. Also um 1930 lag ein solcher Wolf bei 2 Mark, Reichsmark 50. Da gab es durchaus höhere Preise. Also sie waren erschwinglich und ich denke, die haben auch häufig Erwachsene angesprochen. Nicht? So eine Figur, ja, genau. Sein Lieblingstier, sich irgendwo hinzustellen, hinzusetzen. Ja, und heute sieht man die vereinzelt, mal ein Eichhörnchen, mal einen Raben, mal einen Wolf. Den Wolf sieht man eher häufiger, weil anscheinend schon damals das Thema Wolf auch in dieser Unheimlichkeit, in dieser Ambivalenz die Menschen besonders fasziniert hat. Was haben Sie denn bezahlt? Also ich habe, das war nicht ganz so unwesentlich, also ich habe über 100 Euro auf jeden Fall gezahlt. Ja. Das ist okay. Ja. Also die sind ja auch wirklich selten. Genau. Und wenn Sie sagen, es ist aus dem Laden übernommen worden, erklärt sich mir auch die tolle Erhaltung. Also das ist schon toll. Und preislich liegen die aber doch noch ein bisschen höher. Also um die 400 Euro werden die gehandelt. Also Glückwunsch dazu. Haben Sie auf jeden Fall gut gekauft. Augen auf dem Flohmarkt. Man muss natürlich auch ein bisschen wissen, dass sowas eben was Besonderes ist. Ja. Ne? Vielen Dank fürs Zeigen. Das war richtig spannend. Wir bedanken uns bei Ihnen. Oh, danke. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen.